Hallo Caro und hallo Felix Peter, zur Feuerwehr, da komme ich noch später. Ich bin der Jan und disponiere gern, mich kennt man nur am Telefon von fern. Gibt's ein Problem, Infarkt oder es brennt, dann hat der's gut, der meine Nummer kennt. Auf mich da hören alle Einsatzretter, sind sie bei dir, dann geht's dir auch schnell besser. Es wird gelöscht, behandelt, transportiert, ins Krankenhaus gebracht, ob's regnet oder friert. Es wird gelöscht, behandelt, transportiert, ins Krankenhaus gebracht, ob's regnet oder friert. Meine Nummer, die kennt wohl jedes Kind, doch mancher wählt sie auch mal zu geschwind. Ich hab doch Husten und das schon 14 Tage. Jetzt braucht zur Abwechslung ich ne Rettungstrage. Bring mich ins Krankenhaus, da krieg ich Medizin. Und lange warten, das ist für mich nicht drin. Ja, solchen Leuten, den sagen wir ganz klar, für dich sind andere Rettungsmittel da. Nimm doch ein Taschentuch und putz dir deine Nase. Trink einen Schluck Wasser in dieser Akutphase. Und morgen früh spazier zum Mediziner. Der tut dir gut, bald geht's dir wieder prima. Und kannst du das auf morgen nicht verschieben, dann will doch gleich 116 117. Mit euch zu arbeiten, das ist mir eine Ehre. Wir retten Leben mit Medizin und Feuerwehr. Mit THW, den Tauchern und den Hunden. Wir suchen Menschen, bis wir sie gefunden. Und braucht die Seele dann auch mal Trost und Ruhe, holen wir die Notfallseelsorge dazu. So wünsch auch ich mir, liebe Caro und Felix Peter, dass alle Menschen früher oder später endlich mal schnallen, was sie an uns haben. Und aufhören, sich über uns zu beklagen. Nun, was wir tun, das machen wir von Herzen. Wünschen Gesundheit und keine großen Schmerzen. Doch brauchst du einmal unsere Hilfe, sei zu frei. Und wähl ganz schnell die 112.